Es gibt ein notwendiges Lebensmittel in den USA, was es mir ganz doll angetan hat. Ich weiß nicht, ich finde es lebensnotwendig. Sie vielleicht jetzt auch. Und zwar Marshmallows. Eine tolle amerikanische Erfindung. Man kann mit denen so viel machen. Man kann sie backen, man kann sie einfach so essen, man kann mit ihnen kochen. Und was die Amis gerne machen, sie grillen sie. Das heißt, wenn abends irgendwie ein Grill angeschmissen wird und ein Barbecue da drauf kommt, dann gibt es nebenbei auch immer diese kleinen Marshmallows auf Spießen, weil die über dem Feuer so schön warm und weich werden und außen so ein bisschen braun, der Zucker schmilzt, haben die natürlich auch einen wahnsinnig leckeren Geschmack. Also so was Schönes, Süßes, Schmelziges. Ich könnte mich einfach nur reinlegen. Es gibt einen großen Trend, und zwar das Ganze mit Schokolade und Keksen zu verbinden. Das Ganze nenne ich Fire and Ice Cakes und den zeige ich jetzt, wie der funktioniert und den könnt ihr auch ganz leicht nachmachen. Wir brauchen Butterkekse, Schokolade, die leicht schmilzt, ein Schälchen Marshmallows, gerne auch zwei. Und man kann sich das schon mal vorbereiten, dann geht es schneller, die Kekse einfach schon mal halbieren. Weil das Ganze ist eine Sache von Sekunden. Und das Schlimme ist, wenn man es einmal probiert hat, wird man süchtig. So, Küchenutensil ist ein Stäbchen, wo die Marshmallows drauf passen. Und ein kleiner Bunsenbrenner oder man kann auch sagen ein kleiner Flambierer, weil das Ganze nimmt man ja auch gerne, um zum Beispiel eine Creme Brûlée schön knusprig zu machen oben. Und oh, oh lala, braucht man in der Küche. Feuer. Röstet den Marshmallow schön braun, sollte ihn nicht verbrennen. Dann, wenn er ein bisschen karamellisiert ist, ganz schnell auf einen Keks. Muss man ein bisschen aufpassen, ist heiß, 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 heiß. Dann kommt Schokolade drauf und dann noch ein Keks. Und dann kommt das Ganze in den Mund. Oh, es duftet nach kandiertem Zucker. Einfach total geil. Ein surreales Milchgefühl. Das ist auch eine gute Das ist auch eine sehr gute Beschäftigung, sollte der Film im Fernsehen mal langweilig sein. Dann hat man nebenbei zu tun, was Leckeres zu essen.